Hi, gestern haben wir uns mit Algorithmen beschäftigt, die eine polynomiale Laufzeitkomplexität haben. Heute gucken wir uns mal Algorithmen an, bei denen das nicht so ist. Also sprich, wir gucken uns Algorithmen mit nicht polynomialer Laufzeitkomplexität an. Wir hatten gesagt, die guten Algorithmen, das sind die, bei denen gilt, wenn ich die CPU schneller mache, wo dann entsprechend der Algorithmus schneller läuft, dass ich eben deutlich größere Eingaben verarbeiten kann. Und das ist immer dann der Fall, wenn sich die Laufzeit durch ein Polynom beschreiben lässt. Es gibt aber Algorithmen, deren Laufzeit sich eben nicht durch ein Polynom beschreiben lässt, weil ein Polynom nicht ausreicht. Und ein solcher Algorithmus, ein Beispiel dafür, ist der sogenannte TSP-Algorithmus. Das ist das Traveling Salesperson-Problem. Prinzipiell geht es bei dem TSP-Problem darum, dass man eine Handelsvertreterin oder einen Handelsvertreter hat und deren Aufgabe ist, eine Reihe von Städten zu besuchen. Und diese Städte haben natürlich Entfernungen zueinander. Das heißt, es wird nach einer Route gesucht für eine Rundreise, bei der jede Stadt genau einmal besucht wird. Und die Frage ist, was ist denn die optimale Route, dass ich eben eine möglichst kurze Strecke für die gesamte Rundreise habe? Und was interessant daran ist, ist, dass es keinen guten Algorithmus, um das zu lösen, gibt. Beziehungsweise es wurde bislang keiner gefunden. Es ist bisher mathematisch aber auch weder bewiesen noch widerlegt worden, ob es einen solchen Algorithmus überhaupt gibt. Das heißt, es kann sein, wenn man einfach nur lang genug weitersucht, dass man noch einen Algorithmus finden wird, der dieses Problem in polynomialer Zeit löst. Bislang ist ein solcher Algorithmus aber zumindest unbekannt. Der naive Ansatz, um die optimale Lösung zu finden, ist einfach, alle Routen durchzuprobieren und dann zu gucken, welche davon die kürzeste ist. Das ist, wenn man so will, ein Brute-Force-Ansatz. Dieses Brute-Force-Konzept, das kennt ihr schon aus der Folge zu Kryptographie. Das war das Architectures Daily Nummer 81. Das verlinke ich euch nochmal in der Infocard. Und bei dem Traveling Salesperson-Problem bedeutet das, um eben alle Routen zu berechnen, ich habe ja für die erste Stadt n Möglichkeiten zur Auswahl, für die zweite Stadt bleiben dann n-1 Möglichkeiten, für die dritte Stadt n-2 Möglichkeiten, bis schließlich für die letzte Stadt nur noch eine Option übrig bleibt, nämlich die einzige Stadt, die bisher nicht besucht wurde. Und wenn ich das jetzt ausrechne, habe ich also n mal n-1 mal n-2 mal n-3 und so weiter bis mal 1 Möglichkeiten. Und das lässt sich mathematisch durch die Fakultätsfunktion beschreiben. Das wäre also eine Laufzeitkomplexität von O von n Fakultät. Und das Problem mit n Fakultät ist, dass das eben kein Polynom ist, sondern dass die Fakultätsfunktion sehr viel schneller wächst als jedes x-beliebige Polynom, wenn die Zahlen für n nur entsprechend groß genug werden. Und das heißt, dass wenn ich also Stand heute das Traveling Salesperson Problem für eine Reihe von Städten in einer bestimmten Zeit lösen kann und ich möchte eben mehr Städte berechnen, ich möchte eine größere Rundreise planen, dass ich das eben nicht so einfach machen kann, weil die Laufzeit enorm steigt und ich auf einmal mit sehr kleinen Eingaben bereits in der Größenordnung von Jahrhunderten, Jahrtausenden oder sogar Jahrmillionen bin. Und wenn ich nun hingehe und eine schnellere CPU zur Verfügung habe, dann beschleunigt das zwar den Algorithmus, aber die Größe der Eingaben, die ich verarbeiten kann, die steigt nicht in nennenswertem Maße. Also es kann sein, dass ich eine 100-mal schnellere CPU zur Verfügung habe und das aber gerade mal dazu führt, dass ich jetzt statt beispielsweise 20 Städten halt eine Rundreise durch 21 Städte verarbeiten oder planen kann. Einfach weil die Komplexität durch diese eine Stadt, die dazukommt, so extrem explodiert, eben auf fakultativem Weg sozusagen, dass einfach diese 100-mal schnellere CPU im Grunde genommen nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Das heißt, eine deutliche Steigerung ist hier nicht möglich, weil die Probleme, wenn man so will, einfach zu komplex sind. Und für große Eingaben landet man eben ganz, ganz schnell mit der Fakultät bei Milliarden von Jahren, was aus naheliegenden Gründen nicht wirklich praktikabel ist. Natürlich gibt es neben der Fakultätsfunktion noch andere Funktionen, die eben für nicht polynomiale Komplexität stehen. Da ist in allererster Linie O von 2 hoch n zu nennen, also nicht n hoch 2, was ja quadratischer Aufwand wäre, sondern 2 hoch n, was exponentiellen Aufwand bedeutet. Und eben von diesen exponentiellen Funktionen gibt es natürlich auch wieder viele Varianten und alle Algorithmen, die eben eine solche Komplexität haben, die sind eben problematisch, weil sie eben nur für kleine Eingaben mit überschaubarem Rechenaufwand in überschaubarer Geschwindigkeit lösbar sind. So, und diese nicht polynomialen Komplexitätsalgorithmen sozusagen, die kann man auch wieder zusammenfassen und daraus entstehen dann gewisse Kategorien bzw. Komplexitätsklassen und die schauen wir uns nun morgen am Donnerstag an. Für heute möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da.
Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und denkt daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr von YouTube über neue Videos benachrichtigt werdet. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut und dann bis morgen. Ciao!